muss man ja sagen. Das ist die Division 1, das sind die Big Banger. Dann haben wir die Division 2 der Autos. Die TCR-Fahrzeuge, die fahren mit Fronttriebler 350 PS, wie beispielsweise Max Krohn, aus dessen Cockpit wir jetzt das Ganze beobachten. Max Krohn, auch einer. Es wurde also keine 40, sondern heute nur 35. Den Max Frederik Krohn, der den Team Relicate. Wie erwähnt, zwischenzeitlich in der dritten Position vor dem Biermacher Ferrari auf der vierten Position. Führung in der Division 2 mit der Rating 4. Da ich mich jetzt deutlich vorne, müssen wir mal schauen. Ja, da hat er doch fast 3 Sekunden Vorsprung auf den Niki Voss gehabt, allerdings ist er jetzt gerade rausgefahren, scheint mir aber die Nase vorne zu behalten. Der Lotto Andreas Bischof, VW Scirocco, der Gegner war, und ja, Kira Gersbacher, die sich ja auf der Rundstrecke jetzt frisch einschießt. Janik Louis Leichter, aber wirklich sauber dabei. Stefan Wieninger kommt weiterhin in führender Position, auch nach der Absolvierung des Boxenstopps an Start und Ziel durch. Der hat exakt fest. Der Glaube ist der untere Teil des Frontspoilers, also nur ganz schmale Unterschiede.